Ich wollte mal ein bisschen über Kohle reden. Also einerseits, wie Nicole und ich das momentan machen, beziehungsweise wie es läuft mit finanziellen Geschichten und wie man sich aus diesem System lösen kann, wenn man das möchte. Weil, also ich finde dieses Steuersystem ja ziemlich dumm. Die meisten Steuern werden eh verschwendet für irgendeinen Mumpitz, für irgendeine Scheiße und für die Gehälter der Politiker, die meistens überwiegend nur irgendeine Scheiße machen. Das dürfte eigentlich eh mittlerweile klar sein, wer das nicht sieht, dem kann man, glaube ich, auch nicht mehr helfen. Und ja, wir verdienen beide Geld, halt ein schmales Budget, aber ohne dass wir Steuern zahlen. Und bei mir ist es so, ich bin nirgendwo gemeldet. Ich habe mich aus Deutschland abgemeldet von allen möglichen Wohnsitzen. Wollte dann halt umherreisen, Leute besuchen und so weiter. Also ich bin auch nicht hier gemeldet, wo ich gerade sitze. Und bin dann halt bald auch wieder weg. Genau. Deswegen bilde ich auch keine Bedarfsgemeinschaft irgendwie, oder wie das heißt, in diesem Fach Chinesisch mit Nicole zusammen. Also sie macht es so, dass sie einen Social Media Job hat, zum Beispiel für 400 € oder sowas im Monat, so ein Minijob. Und dann machen wir noch zusammen eine Hundebetreuung, was dann quasi über mich läuft. Das ist dann halt auch nochmal ein Minijob, das ist unterschiedlich. Und halt bis ein paar hundert Euro braucht man halt keine Steuern zahlen, also für einen Minijob. Das ist dann so ein Mittel, dann auch 400 € im Monat, sagen wir mal so. Und dann bekommt Nicole, glaube ich, ja, immer so 100 bis 200 € im Monat, weil sie für ihre Mutter Übersetzungen macht, von Polnische ins Deutsche. Ich bekomme ähnlich viel von meinen Eltern und Großeltern. Und ja, das sind dann ungefähr 1000. Also, ich kriege von meinen Eltern auch irgendwie 100 € oder sowas. Einfach weil es die Eltern sind. Das sind dann, keine Ahnung, 1150 € oder sowas. Und dann sind halt noch so kleinere Sachen. Dann kriege ich von euch halt manchmal Spenden. Also, weiß nicht, 50 € im Monat oder so. Manchmal auch mehr, wenn ich keine Videos mache, halt weniger. Was gibt es sonst noch? Dann sind immer mal wieder so kleine Sachen halt. Nicole gibt manchmal Yoga, meistens aber kostenlos für Obdachlose, bietet sie halt Yoga an, kostenlos. Macht aber manchmal auch Yoga-Vertretung für andere, baut gerade einen Kurs auf. Ja, das sind so kleinere Geschichten, das waren jetzt so ein paar Beispiele. Ich gucke mal kurz in meine Textdatei, wollte ich sagen. Ich gucke mal kurz in meine Textdatei, aber dann durch das Minimieren hat er jetzt das Video unterbrochen. Ich vergesse, was ich in der Textdatei stehen hatte. Genau, Verkäufe. Also wir haben zum Beispiel, verkaufen wir jetzt einen antiken Tisch, der wirklich, also original, glaube ich, ist, ja. Der halt noch restauriert werden muss, aber wenn er restauriert ist, gibt er 3.500 €. Aber wir verkaufen den an einen Antiquitätenhändler, der noch restaurieren lässt, deswegen gibt er deutlich weniger, vielleicht 300 € oder sowas. Dann eine E-Gitarre von Nicole, die ist 1.300 bis 1.500 wert, wir rechnen mit 1.300. Also machen momentan halt auch ein paar Verkäufe von Wertsachen. Die Gitarre hat Nicole zum Beispiel bekommen, weil sie, ich glaube, 1 Jahr oder 2 Jahre oder 1 Jahr in einem Musikhandelgeschäft irgendwie gearbeitet hat, wo so sich ganz viele Metalheads und so weiter getroffen hatten früher. Ja, Nicole macht auch Schmiedearbeiten, ist halt gelernte Gold-und-Silber-Schmiedin. Ich weiß nicht, ob ich so viel überhaupt erzählen darf über sie. Ich mache einfach mal so ein bisschen. Ja, also als Künstlerin sozusagen nutzt sie diese Ausbildung, die sie gemacht hat, hat aber auch Kunst studiert und abgeschlossen, Kunst und Design. Bald kommt dann auch wieder ein neuer Social Media Job dazu. Ich könnte auch vielleicht noch einen Social Media Job annehmen,
Oder halt, ja, wir arbeiten halt auch an dem Buch für vegane Hundeernährung und vielleicht arbeite ich halt noch an dem Ernährungs-E-Book. Also so selbstständige Arbeiten und halt so Minijobs, sage ich mal. Und eine Hundebetreuung ist halt auch, was uns Spaß gemacht hat. Ja, Silvester gibt es dann auch relativ viel für Hundebetreuung. Wegen dem ganzen Knallerlärm und so weiter ist das extrem anstrengend für die Hunde dann auch, die zu betreuen. Und die Leute wollen auch alle feiern, deswegen nehmen wir da mehrere hundert Euro ein, also für 2 Tage. Hier wird auch 2 Tage die ganze Zeit in Berlin losgeböllert. Das sind immer so kleine Sachen, also man findet halt irgendwie immer was. Also wir kriegen da schon 1500 im Monat und das reicht uns einfach. Also die Hunde kosten halt auch ein bisschen. Genau, und dann machen wir es halt so, dass wir jetzt Lebensmittel von Verteilerstellen abholen. Also von der Tafel jetzt nicht, sondern bei Foodsharing. Gucken wir halt jeden Tag rein jetzt und wenn halt Leute was abgegeben haben, die Lebensmittel gerettet haben, dann das kommt dem Planeten halt noch zugute, dass wir halt eher Lebensmittel verwenden, die sonst weggeschmissen werden würden. Und es kommt dann halt auch unserem Budget zugute. Ja, Websites. Ansonsten sind wir halt relativ am Anfang, wir bauen halt gerade diese ganzen Sachen auf. Wir leben dann halt relativ einfach, minimalistisch und das ist für uns auch am besten. Muss man sich auch nicht um viel kümmern und halt nicht dieses dumme System unterstützen. Und diese Online-Sachen, die wir machen, die kann man halt auch im Ausland dann weiterführen, halt wie diese Internet-Nomaden, wie das heißt, das machen. Ja. Ausgaben könnte ich vielleicht kurz was sagen. Also ja, Internet, Telefon irgendwie 30 Euro oder sowas. Die Hundeversicherung, also Hundeversicherung kosten insgesamt für beide Hunde 55 Euro im Monat. Das ist halt schon eine ganz gute Summe. In Ungarn gibt es aber gibt's keine Pflicht für Hundeversicherung. Da sind wir aber noch nicht sicher, ob wir die kündigen wollen. Aber wenn sowas wie ein Notfall ist, wie so ein Bruch und so weiter, das könnte man dann halt aus eigener Tasche bezahlen, falls es da nicht extrem teuer ist, sowas aus eigener Tasche bezahlen, wenn es selten passiert. Da habe ich jetzt noch keine Informationen zu gefunden, noch nicht tief genug recherchiert. Auf jeden Fall gibt es keine Hundesteuer in Ungarn, da werden wir dann halt 300 Euro im Jahr sparen, oder 350 Euro. Und das ist schon mal ganz gut. Also es gibt fast nirgends in Europa Hundesteuern. Das ist halt auch wieder nur das dumme Deutschland halt. Als nahezu einziger Staat, der noch irgendwie be begründen will, dass es Hundesteuern gibt. Und benutzt dann diese Steuern, um, keine Ahnung, Spielplätze zu restaurieren. Wird ganz offiziell auch kommuniziert, dass das nicht für Dinge genutzt wird, die irgendwie den Hunden, was heißt den Hunden zugutekommen, aber dafür benutzt werden, was die. Ich meine, wenn man eine Hundesteuer einführt, dann ist das ja so ähnlich wie, wenn man, ich weiß nicht, wie das heißt, ich fahre ja kein Auto und den ganzen Schwachsinn, Autosteuer oder was weiß ich, Straßensteuer, so ein Scheiß. Das macht man ja, damit man die Straßen instand hält, aber die Hunde, die kacken halt irgendwo hin, man macht die Kacke weg und keine Ahnung, was stellen Hunde schon an, was man irgendwie öffentlich dann ersetzen müsste oder instand halten müsste. Keine Ahnung, die bauen dann halt, benutzen das dann halt für irgendwas. Ich weiß auch nicht, es ist für mich alles total unordentlich in diesem Staat. Oder halt in jedem Staat. Brauchen keine Staaten, wir sind Menschen, die sich selber organisieren können. Und brauchen dann nicht andere Gestalten für, die sich nur das Geld in die Tasche stecken, auch viel zu viel davon und einen einfach nur verarschen. Und da haben wir keinen Bock, einfach mitzumachen. Das finde ich ziemlich doof. Also, wem erzähle ich das halt? Ihr habt wahrscheinlich auch keinen Bock da drauf. Ja, in Ungarn zum Beispiel gibt es 30, haben wir dann also maximal 30 Euro an Grundsteuern im Jahr. Nee, Quatsch, das ist im Monat. Aber es sind eher 5 bis 10 bis 20 Euro Gebäudesteuer, Grundsteuer, irgendwas halt. Das wird schon irgendwie passen. Und 3 Euro Kommunalsteuer umgerechnet pro Monat für die Kommune. Aber das Dorf da, was wir uns angeschaut hatten, das mögen halt extrem
Und dann zahlen wir das dann auch gerne einfach. Also wir haben halt kein Problem mit Geld und System allgemein, sondern wie das einfach genutzt wird. Und dieses Dorf da, das ist so schön, also eine schöne Dynamik sich selbst gegenüber und unterstützt sich selbst und macht unserer Meinung nach relativ viele Dinge, die sinnvoll sind. Deswegen ist uns wichtig, auch das Dorf, wo wir dann leben, oder halt außerhalb des Dorfes, aber es gehört zum Dorf, sich das anzuschauen und zu gucken, wie die Menschen da drauf sind und was sie da machen. Und das sind halt keine globalen, staatlich halt schon, aber keine globalisierten Systeme, globalisiert ist auch falsch, zentralisierten Systeme, die nicht mehr den Menschen dienen, sondern den Systemen selber und irgendwelchen Eliten, sondern das Dorf also sammelt halt Geld, um dann für das Dorf selber, für was allen zugutekommt, und ohne dass sich die Bürgermeisterin oder sonst wer sich dann halt ganz viel noch in der Tasche steckt. Also es wirkt auf mich zumindest deutlich ehrlicher. Ist schon mal ein Schritt weiter, sage ich mal so. Auf jeden Fall will ich nur sagen, für sowas zeichnen halt auch mal Steuern. Also ich finde zwar Grundsteuern trotzdem sinnlos, also Gebäudesteuer und so weiter. Weil wir jetzt nicht der Typ sind, die jetzt irgendwie eine Straße da benutzen, weil wir gar kein Auto haben und auch nicht haben wollen. Und da gibt es ja sowieso wieder die separate Steuer für Autos, keine Ahnung. Und wir benutzen da auch öffentlich dann nichts. Und nur weil wir irgendwie Land haben, warum sollte Land denn überhaupt jemandem gehören? Das ist für mich einfach Natur. Und warum sollte ich jemandem jetzt Geld geben, nur weil wir da irgendwie dann Sachen irgendwie anbauen oder sowas? Und von mir ist auch, wenn ich da dann eine Permakultur hinzimmer, wahrscheinlich werde ich das nicht so wirklich machen, aber wenn jemand Bock drauf hat, dann eine richtige Permakultur sogar aufzubauen, dann finde ich es auch richtig geil, das Dorf damit zu versorgen. Und dann, warum soll ich denn irgendwie Steuern abgeben? Die können doch dann die Menschen, die Bock haben, dann einfach dann dahin gehen und sich richtig geile Lebensmittel einfach nehmen. Und ja, so ist einfach diese Schenkwirtschaft, die finde ich einfach viel intelligenter, irgendwie viel. Intelligent ist sogar das falsche Wort, fließender einfach. Also es gibt zum Beispiel eine Permakultur, wo eine ganze Stadt von versorgt wird. Das ist einfach nur eine Permakultur, die Permakultur versorgt sich auch selber. Man muss nichts machen, außer sich ernten und die einmal, sich ernten, außer die zu ernten und die einmal anzulegen einfach. Und dann versorgt einfach eine ganze Stadt mit Essen. Natürlich nicht, wenn man nicht vegan ist und so, dann ja, ist man halt noch nicht so weit, dass es dann ausreichen würde, aber jeder Mensch könnte vegan leben. Und die Natur gibt das dann einfach kostenlos. Es wächst auf Bäumen, das, was man braucht halt. Und das ist auch viel besser, wenn sowas dann angeboten wird und man dann einfach hingehen kann, sich das nehmen kann und so weiter, anstatt dass ich jetzt irgendwie irgendwas Abstraktes in Zahlen, digital oder als Schein, wie auch immer, irgendjemand gebe. Ich finde das alles zu verstandesbasiert. Das fließt einfach nicht wirklich. Also wenn der Mensch wirklich Mensch ist, dann funktioniert das doch alles von alleine so. Und das machen wir jetzt circa seit August, dass wir dieses ganze Geld einfach zusammensparen. Wie gesagt, Essen und so weiter. Holen wir uns bei Foodsharing, haben da dann wenig Ausgaben. Dann bleiben von diesen, ich weiß nicht, durchschnittlich 1700 Euro um den Dreh im Monat, bleiben dann 1500 vielleicht übrig. Wir holen uns ja auch sowas wie Toilettenpapier, aber auch relativ selten. Ja, so Kleinigkeiten halt mal, eine Hundedecke, irgendwas für die Hunde halt, also das meiste ist dann irgendwie für die Hunde. Aber da wir halt momentan sparen, schrauben wir da halt auch ein bisschen zurück. Also zumindest, ja doch, 1500 mit den Verkäufen und so weiter kommen auf jeden Fall zusammen. Ich habe dann auch noch ein paar PC-Sachen verkauft. Ich hätte jetzt auch noch einige PC-Sachen, die vielleicht ein Tausender wert sind insgesamt. Das wären dann aber irgendwie 100 bis 200 Einzelteile, das wäre jetzt extrem stressig noch, da habe ich momentan dann keine Zeit für, das auch alles zu managen. Weil wir jetzt halt drüber nachdenken, wie es. Weil wir jetzt einen strikten Zeitplan quasi haben bis Dezember, weil da ja schon runterfliegen. Der Flug kostet 90 Euro für beide Personen hin und zurück, das ist das Geile.
Und Bus und Bahn und Übernachtung und so weiter, 5 Tage, da sind wir bei nur 150 Euro. Das ist ganz geil. Und ja, genau, Nicoles altes MacBook haben wir auch verkauft. Da ging die Tastatur nicht mehr richtig. Hat aber trotzdem, weil MacBooks so beliebt sind, 400 Euro gegeben. Solche Geschichten halt. Ich hatte auch noch Magic-Karten, also so ein Sammelkartenspiel. Das wären auch nochmal 1000. Habe ich jetzt aber auch keine Zeit für, das noch zu managen, weil es sind ganz viele Einzelkarten, aber es sind mehrere tausend Karten, die muss ich alle einmal reinstellen und das ist sehr viel Aufwand. Ja. Und ja, seit August, wie gesagt, August, September, Oktober, November, Dezember, 5 Monate. Genau, da haben wir auch dann ungefähr 5000 Euro. Das steht in meiner Kostenaufstellung drin. Bis Dezember haben wir dann 5000. Also jetzt haben wir 4000. Wir haben jetzt Ende Oktober, 5000 kommt hin. Und bis April dann voraussichtlich haben wir dann 9500. Also ist sehr streng berechnet. Es können auch mehr sein, ein bisschen. Dann ist ungefähr 10.000 halt. Haben wir dann bis April. Das wären dann in 9 Monaten. In 9 Monaten halt 10.000 Euro gespart, ohne irgendwie wirklich zu arbeiten, ohne Steuern zu zahlen, Teil des Systems zu sein. Penner-Style halt. Voll geil. Dann Eigentum kaufen, in einem Land, wo das System auch durch ist, aber halt nicht so extrem wie hier. Und dann einfach halt weiterhin machen, worauf man Bock hat und was man will. Also so, das ist so unser Style einfach. Und die meisten, die rackern sich den ganzen Tag ab, in einem Job, den die hassen und sich vielleicht selber einreden, dass der irgendwie notwendig sei oder richtig sei oder die das brauchen. Sind dann dabei extrem unglücklich, kaputt, krank, körperlich fast jeder. Und trotzdem kriegt es niemand hin, dann noch einen Tausender im Monat zu sparen. Ich glaube, dass sich viele das auch psychologisch nicht erlauben, es sich nicht schaffen, psychologisch sich das zu erlauben. Und deswegen das Geld dann irgendwie für irgendwelchen Mist auf den Kopf hauen. Aus selbstzerstörerischen Gründen sich dann einreden, ja, man braucht ja ein bisschen Luxus zum Leben, ja, man braucht ja dies und das, damit man ja nicht ganz unglücklich lebt. Ja, die brauchen das halt, den Konsum, zur Kompensation, dass es denen halt scheiße geht. Die arbeiten sich kaputt und müssen dann noch mehr kaufen, damit die kompensieren, dass es ihnen scheiße geht durch die Arbeit. Das heißt, sie arbeiten nur, um das Geld, was sie damit verdient haben, dafür auszugeben, dass sie halt arbeiten. Und wenn die nicht arbeiten würden, dann bräuchten sie auch diesen ganzen Luxus und Scheiß nicht. Und Benzin fürs Auto und hast du nicht gesehen, um den ganzen Lebensstil zu finanzieren. Man kommt mit einem viel einfacheren Lebensstil aus, wenn man nicht so viel Stress hat. Aber welche Berufe heutzutage hat relativ wenig Stress? Ich möchte es nicht pauschalisieren. Ich finde auch in Anführungszeichen normale Jobs auch richtig und wichtig, ist ja klar. Und Nicole hatte da auch etliche von. Und so Minijobs mache ich halt auch mal ganz gerne, wenn es, also für Unternehmen, die in meinen Augen was Sinnvolles machen, aber die meisten Jobs sind ja einfach sinnlos und werden auch falsch gemacht und von den falschen Leuten auch gemacht. Ja, und trotzdem kriegt es irgendwie keinen hin, diese 1000 Euro pro Monat zu sparen und keine Ahnung. Wir haben das Leben lang einfach gemacht, was wir wollten und haben jetzt uns einfach in den Kopf gesetzt, ja, wir wollen hier weg, weil wir es einfach nicht geil finden und dann mal ebenso ein paar Monate ein bisschen nebenher was machen und 10.000 Euro Eigentum fertig. Ich finde das extrem geil und so muss das laufen. Ich verstehe nicht, warum, ich finde das total krank, was die ganzen Leute hier machen, was hier abgeht. Sich alle kaputt machen und dann auch noch Leute fertig machen, die versuchen, da auszusteigen, die sich nicht von dem System kaputt machen lassen. Und ja, und diese Leute wollen die Leute dann kaputt machen, weil die neidisch sind und es nicht schaffen, sich das psychologisch selber zu erlauben, auch so einen Weg einzuschlagen, weil die dann auch wieder Angst haben, von anderen wieder fertig gemacht zu werden. Und wenn mal Leute halt den Mut haben und Nein zu diesem ganzen Scheiß sagen und aussteigen und dann einfach mal eben sich ein Eigentum zum Beispiel holen. Es gibt natürlich andere Methoden und Formen des Aussteigens. Jetzt zum Beispiel zu meditieren, dass einem das nichts mehr ausmacht, was hier so abläuft, das ist natürlich auch eine Form. Aber wir haben von uns entschieden, dass wir erstmal eine Zeit lang weg wollen, abgeschieden sein wollen und dann wollen wir halt saisonal
wieder auch zurück, weil wir wollen ja nicht einfach flüchten oder so ein Scheiß. Also wir wollen von da aus halt den Menschen Konzepte anbieten, denen zu helfen, mit Retreats zum Beispiel in Ungarn oder halt unsere Online-Arbeiten. Und wir wollen aber auch wieder, vielleicht dann wieder ein halbes Jahr oder so, oder halt auch 3 Monate im Jahr dann zurück nach Berlin oder woanders hin, um da Projekte zu machen. Aber halt immer so eine Rückzugsmöglichkeit zu haben und so ein Eigentum zu haben, was Eigenes zu haben, ein richtiges Zuhause und nicht so ein Betongefängnis. Das ist uns einfach wichtig, auch mit Naturmaterialien. Und das findet man in Deutschland auch nicht so wirklich, auch nicht so einen Rückzugsort. Und mit dem Flieger halt nach Berlin oder Düsseldorf, Dortmund ist halt extrem günstig und extrem schnell auch. Vielleicht holt man sich ja trotzdem irgendwie einen Bulli oder so, um da hochzufahren, wenn es umweltfreundlicher ist. Ja, das ist unsere Motivation dahinter. Damit es nicht zu lang ist, tschaußen.